So, wir humpeln uns zum Ende hin. Hoffe ich. Ja, lauf, lauf, lauf. Mail Ward. Jawoll. Wir haben aber noch den Typen, dürfen wir nicht vergessen, mit der Flex. Ja, die Flex, der Typ ist ja auch noch da mit der Flex. Ja, nice, die Kirche brennt. Ja, wundervoll. Wonderful, wonderful. Was für ein Puls. Hallo? Hallo? Mister? Was gibt's denn jetzt hier? Private Polizisten, Söldner, private Armee, wie auch immer die sich jetzt nennen. Sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus, entkommen. Ja, aber können die uns nicht helfen? Könnten die uns nicht beschützen? Gäbe es da gar keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen... Jung, ihr helft uns, wir helfen uns gegenseitig? Irgendwie so? Just saying? So nach dem Motto? So, Helen Grant hat eine E-Mail geschrieben an Group 8416. Betreff Rudolf Wernickes Ausstieg. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus den tragenden und finanziellen Systemen von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor 3 Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung des Patienten 14306-8, 14279-1 und 14868-1 bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden keine Hinweise auf die 3 luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernickes durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressourcen ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Grant, Markov-Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Ja, Helen, ich gehe mal davon aus, du lebst bald auch nicht mehr. Oder bist halt auch Geschichte. Das ist die Frage, sind die uns gut gesonnen? Sind die uns nicht gut gesonnen? Ich gehe immer vom Schlimmsten aus, dass die uns nicht mögen. Kann ich hier rein? Nope. Okay, sie wurden angegriffen von irgendwem. Kann ich... Ach nee, hier kann ich nicht durch. So. Okay. Kommen wir jetzt zum Ende? Sind wir gleich draußen? Unsere Verletzung ist wie auf wunderbare Weise geheilt. Wir können wieder normal laufen. Unser Bein funktioniert. Ich bin begeistert. Okay, cool. Das müsste doch jetzt hier quasi... Ja! Das kenne ich doch hier alles. Das ist doch eigentlich unser... Unser Ausgang. Ja, von hier sind wir gekommen. Hier können wir doch flüchten, oder nicht? Nein, können wir nicht. Können wir? Nein, können wir nicht. Nein, können wir auch nicht. Haben die das jetzt alles schon verblombt, die ganzen Türen, oder was? Ja, da kommst du auch nicht mehr durch. Ich könnte nochmal in den Keller gehen. Wollen wir nochmal in den Keller gehen? Komm, wir gehen nochmal in den Keller. Ist ja gar nicht der Keller. Kann ich hier nochmal in den Keller? Hier kann ich nochmal in den Keller. Ja, in den Keller kommen wir nicht. Okidoki. Hier kommen wir auch nicht weiter. Können wir einfach in den Ausgang? Mr. Park. Warte mal ganz kurz. Ich weiß, wir haben jetzt eine Cutscene, aber ist mir egal. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten, ein Mann, der mich
hätte häuten, mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeuten hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden, tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. So, es scheint aber nicht der Fall zu sein. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich würde gerne den, den gerne töten. Nice! Das, my friend, hast du verdient. Und zwar, dass der Raw Rider dich so auseinander nimmt. Ich finde es cool. Ja, dass der Blair. Problem ist jetzt, ich glaube, dass der Raw Rider, also sprich diese Aura, ich sag jetzt mal Aura dazu, glaube ich, in mir drin ist. Und sich wieder einen neuen Körper gesucht hat. Und daher sollte ich eigentlich das Haus nicht verlassen. Aber du, my friend. Ja, komm her hier. Du hast es nicht anders verdient. Der Wichser verkauft seine Mutti für, weiß ich nicht, für eine Tüte Pommes oder so. Ja, und uns als Angestellte, sie sind zwangseingewiesen. Ja, erste Folge. Erinnert euch. Und wir versuchen uns zu retten. Wir versuchen hier wegzukommen. Komm. Lass uns aus. Also ich glaube nicht, dass wir rauskommen, aber lass uns flüchten. Hier ist das Auto von dem Reporter. Lass uns das Auto nehmen. Der Reporter kommt eh nicht. Der wird erschossen. Falls ihr das gesehen habt oder nicht gesehen habt. Da oben rechts. Nee, oben. Ja doch, da. Da ist die erste Folge von Outlast. Und wir nehmen jetzt einfach das Auto von unserem Reporter-Freund. Und verpissen uns. Wobei wir ja eigentlich wissen, von Outlast, der Tank ist leer. Oder? Da ist die Aura. Da ist das Projekt. The Project War Rider. Er wird uns nicht gehen lassen. Er wird uns aufhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt wirklich hier wegkommen. Also, würde mich wundern, aber ich glaube schon, dass der War Rider uns verfolgen wird. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Also ist jetzt nochmal eine Gewissensfrage. Will ich jetzt die Dokumente veröffentlichen und begebe mich selber, sowie meine Kinder und alle, die ich liebe und kenne, in Gefahr und habe nie wieder ein anständiges Leben? Oder lasse ich die Firma davonkommen und veröffentliche das Material nicht und lebe dafür aber eben halt in Frieden? Ja, sieht man ja bei Edward Snowden. Und der hat sich dafür entschieden und wir werden das auch machen. Ja, geile Geschichte. Damit haben wir Whistleblower quasi von Outlast einmal durch. Immer wieder ein krankes Game. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen, wie ich ein bisschen geragequit bin, wie ich auch ein bisschen lost war, auf gut Deutsch gesagt. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert unseren Channel und ich sage bis dahin erstmal reingehauen.